Hallo liebe Zuschauer, es geht weiter mit Under the Waves, mit meinem Kerl hier, ich weiß nicht mehr wie der heißt. Und letzten Teil habe ich ja die dieses Leck in der in diesem Rohr da gefixt. Und jetzt muss ich mal gucken, da sind noch einige unerledigte Missionen, genau, im Menü. Da steht's ja auch. Fauna, Lederschildkröte muss ich noch fotografieren. Aber das sind nicht die Quests, glaube ich. Missionen, hier haben wir's. Von Algen reinigen. Routine-Mission. Grüne Algen ernten. 0 von 15. Fremde Art in Algenbetten erkannt. Bewege dich dorthin und sammle die grünen Algen ein. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das sein könnte. Geh nochmal zurück, hallo. So. Also, müssen wir nochmal runtergehen. Und dann schauen wir mal, wo diese Algen sich befinden. Also gut, los geht's. Ich hoffe, dass ich genug Sauerstoff bei mir habe. So, jetzt erstmal müsste ich wissen, wo ich hin muss, Alter. Algen, Algen. Ich sehe nämlich keine Markierung und so. Hallo? Algen, wo sind die Algen? Gartenbereich. Ach, du schreckst so weit weg. Kann ich da irgendwie, kann ich da nix, ah, so. Ich glaube, so geht das, oder? So, eigene Markierung. Und, ja. Die Markierung wäre... Genau, ich habe nämlich nicht genug Sauerstoff bei mir. Wo ist denn die Markierung jetzt eigentlich? Da hinten, okay. Alter, ist das weit. Wenn man schneller schwimmen kann, habe ich auch nicht rausgefunden. Ah, so, okay. Ja, wie gesagt, mein Sauerstoff, der scheint. Oh, Alter! Riesige Kröte, Alter. Wo ist meine Markierung jetzt eigentlich? Da hinten, okay. Ist das der Gartenbereich? Nee, kann nicht sein, oder? Wie gesagt, wenn mein Sauerstoff nicht reicht, dann werde ich abkratzen. Ich glaub, Ankunft im Garten. Ach, das ist doch der Garten. Gut. Okay. Eine invasive Algenart hat sich eingeschlichen. Du musst sie jäten. Okay, dann machen wir das. Ich wollte schon immer Gärtner sein. Dann beweg mal den grünen Daumen, was? Oh shit, geh mal hoch, bitte. So. Eins, so. 15 Stück insgesamt. Ach, schrecklich. Schon. Aber sie erzeugt riesige Mengen O2. Kann mal nützlich werden. Ah, okay. Was ist mit dem Zeug? Ich dachte, es braucht warmes Wasser. Also, ich habe von so etwas wirklich keine Ahnung. Alter, geil. Oh. Oh, wow. Hey da. Wie süß. Lass mich raten. Joe? Joe? Ja. Hey. Hey, du. Er ist hier in der Gegend ziemlich berühmt. Hat den Rest seiner Kapsel wohl vor einer Weile verloren, der arme Kerl. Oh, keine Sorge, er weiß nicht. Ach, dieser Job hat definitiv seine Vorteile. Hallo? Haha, ich hab ihn gestreichelt, glaube ich, oder so irgendwie. So. So. Schauen wir mal kurz. Stanley Morey. Yo, ist ein alter Hase in dieser Gegend. Das heißt, er habe den Rest seiner Gruppe verloren und sei daraufhin zu den Tauchern in der Region gegangen. Er scheint sich sehr für mein Kommen und Gehen zu interessieren. Kurze Zeit später wurde er mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Tim erwähnte, dass eine Gruppe von Unitrench-Forschern die Chance ergriffen hat, eine Robbe wie ihn zu verfolgen.
Es ist schon etwas seltsam, wenn einem ein wildes Tier wie eine Welpe folgt. Aber ich merke schon, wie er mir ans Herz wächst. Nicht, dass ich mich anbiedern sollte. Egal, ich bin froh, dass er da ist. Okay. Stanley Moray, persönliche Daten. Ihr kürzlich gestellter Antrag wurde genehmigt, obwohl ich immer noch nicht sicher bin, wie es dazu gekommen ist. Dieser Mann, Stan Moray, ist jetzt unter ihrer Aufsicht als Offshore-Operator. Okay, das ist bestimmt was anderes. So, wie sieht's aus mit den Quests? Ach, noch eine Alge. Ah, da hinten. Nee, oder? Wo ist die Alge? Ich glaube, das ist sie, oder? Geh erstmal zurück zum Lebensmodul. Ich will es nicht übertreiben, Alter. Was jetzt? Tim? Tim, bist du... Verbindung weg. Okay. Ich gehe besser zurück. So, wo ist meine Station? Da oben? Oder... Ja, okay, ich glaube da oben. Ich glaube, wir sind zurück. Wir sind zurück. Entschuldigung, passiert ab und zu. Thema Werkzeuge. Da ist ein Crafting-Tisch im Lagerraum, der jetzt aktiviert ist. Ah, okay. Ja, habe ich schon bemerkt. Nett. Normalerweise wären die Einstiegsbaupläne bereit, aber wir hängen etwas hinterher. Geh und finden Sie bitte, ja? Unerledigte Missionen im... schon wieder unerledigte Missionen. Ich geh jetzt erstmal hoch, weil ich brauche, wie gesagt, Sauerstoff. Sonst gehe ich hier kaputt, Alter. Sonst ersticke ich. Ich muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Die Aufgabe Baupläne suchen, der Werktisch, wie jetzt? Zurück an die Arbeit. Ich will doch hier hoch, Mann. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Ist das nicht mein Platz? Hallo? Ich muss nochmal gucken. Bin ich denn jetzt hier? Ich müsste doch hier sein, oder? Aber hier ist, hier zeigt er was an. Ich habe keine Ahnung. Tim wird durchdrehen, wenn ich mich nicht auf die Aufgabe konzentriere. Was mit Sauerstoff? Warte mal. Ich müsste doch hier richtig sein, oder nicht? Hier was machen? Ach so. Und das war jetzt... Warte mal, war das jetzt ein Teil? Baupläne suchen. Nee, das war was anderes. Das ist ein neuer Plan für den Crafting-Tisch. Perfekt. Okay. Zweiter Teil ist, wo genau? Jetzt habe ich 2 von 3. Wo ist, der letzte Tisch? Da unten vielleicht beim U-Boot. Ich glaube, die Kiste sehe ich schon, ja. Komm, geh mal runter hier. Oh. So. Ist das die Kiste? Nee, das ist nicht die Kiste. Wo ist denn der letzte Teil von... Wo ist einer?
Der Werktisch. Baupläne suchen. 2 von 3. Lebensmodul erreichen. Komisch. Ich kann aber auch nicht, niedriger Sauerstoff. Ah. Emma wäre stolz. So, was nun, Leute? Oder soll ich jetzt wieder rein? Okay, Stan. Zurück an die Arbeit. Konzentriere dich auf deine aktuelle Aufgabe. Weitgehend intakt. Nützlich. Ich habe null Plan, wo die letzte Kiste liegt. Die wird mir auch... Oder ist das die Kiste? Warte mal. Ich gehe mal da lang. Hallo, altes Mädchen. Ich gehe mal da rein. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Sauerstoff. So. Ich habe keine Ahnung, wo diese letzte Kiste liegt. Da wird zwar auf der Map... Da werden zwar viele Sachen eingeblendet. Aber der zeigt mir auch nichts an, wo was genau ist und wie was heißt. Truhe. Bauanleitungen. Hier haben wir es doch. Da kann ich aber auch hinschwimmen. Da brauche ich eigentlich mit dem komischen U-Boot hier nicht da. Warte mal, ich gehe mal zurück. Nichts, was ich nicht auch tun würde. Okay, die Markierung von mir ist, wo ist die Markierung jetzt? Ist das die Markierung? Ich bin da gerade ein bisschen, verwirrt. Nee, das ist nicht die Markierung. Alter, wo schwimmst du hin? Wie gesagt, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ich glaube, da ist die Kiste. Alter Schwede. Andere Seite. So. Ich kann das mit dem Krab. Hab sie. Geh rein und baue schon mal. Mach ich. Endlich wieder, komm. Bevor ich hier ersticke, Alter. Boah. Ganz schön kompliziert, ey. So, die Steuerung. Da stand halt zurück die Controller, aber ich versuch hab es. Den Controller jetzt nicht angeschlossen. Lebensmodul 1. Okay, dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal. Mein Crafting-Tisch. Und das Teil. Bisschen Radio an. Vielen Dank dafür, Tim. Ganz am Anfang wurde mir erklärt, wie. Oder wo der Sauerstoff ist. Die könnten nützlich werden, falls was Schlimmes passieren sollte. Aber wie man hier jetzt den Sauerstoff erneuert, das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Kämpft weiter dafür.
Fangen wir an. Ja, der Werktisch. Ist schon gebaut, oder was, ja? Okay, hier haben wir es doch. Sauerstoff, Algen und Plastik. Okay, so einfach. Sag mal, Plastik. Verdammt. Vier Stück, schade. Ich brauche mehr Plastik, okay. Reparatursätze gibt's noch zu bauen. Kann verwendet werden, um dein eigenes U-Boot zu reparieren. Brennstoffeinheit, Öl für die für persönliche Transporteinheiten. Wird verwendet, um Geschwindigkeitsboost deines persönlichen U-Boots auszuladen. Okay. Also. Sauerstoff, Brennstoff und Reparatursatz kann ich machen. Gut. Jetzt habe ich vier neue Sauerstoffdinger. Jetzt bräuchte ich aber, wie gesagt, ich müsste nochmal vielleicht tauchen gehen. Sollte es auspacken. War sicher teuer, das Zeugs hier herunterzukriegen. Und draußen noch ein bisschen Plastik und sowas einsammeln. Sauerstoff, haben wir gesehen, ist sehr wichtig. Vielleicht gehe ich auch nochmal zum Garten in der nächsten Folge und werde dann nochmal ein paar Algen aufpicken. So. Gut, Leute. Das war's dann. Ich gucke nochmal hier drauf. Ziemlich detailliert. Bereich ist gut kartografiert. Jo. Alles klar, Leute. Dann mal gucken, was wir in den nächsten Folgen machen. Tim anrufen. Das können wir vielleicht noch machen. Kommunikationssystem. Das machen wir noch und dann werde ich das Ganze beenden. Mal gucken, was der sagt. So. Und nun? Tim, ich bin ein offizieller Meister-Recycler. Gute Art, Müll zu recyceln. Kannst du da herausfinden. Jetzt stellen wir mal fest, wo diese Kommunikationsprobleme herkommen. Prüfe die lokalen Signale draußen. Folge den Markierungen. Das kann ich machen. Ist dein Ende. Okay. Also haben wir schon die nächste Mission für die nächste Folge. Kommunikationsprobleme heben. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich hier aus den Tiefen des Meeres. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.